Wir werden jetzt durch Hamburg fahren, Bälle schlagen, vor allem ich als ein Golfprofi. Gucken, ob wir treffen weiterhin, ob ich vielleicht treffe. Ich freue mich eigentlich ans Ende, wenn wir Bälle in die Elbe reinschießen. Martha kann ich reinschießen, deswegen ist sie mein Caddy. Boah, vergiss es. Martha hat es 5 Eisen, bitte. Ja komm, dann gehen wir doch mal los, oder? Okay, bis gleich. Wir sind hier, ich habe mal ein paar Sachen hier notiert. Man muss sich nämlich immer Aufschriebe machen, wenn man so den Platz anschaut, damit man genau weiß, wo die Hindernisse sind, wenn man hier nachher lang rollt. Das ist hier ganz in der Nähe von der Elbe. Hier drüben gibt es auch ein gutes Frühstückscafé. Wir haben noch ein paar Fans mitgebracht, die sitzen da drüben, das sind unsere Zuschauer. Das ist eine Rasselbande, ne? Ja, die sind total heiß gewesen auf das Golfkart. Und ich hörte, Annegret war voll, die soll angeblich nicht mehr gerade gehen können. Ja, die können nicht mehr fahren. Eine, also die eine wollte fahren, aber die konnte nicht mal mehr gehen. Ja, wir spielen auf den Kran da oben. Ja. Auf jeden Fall, den dritten da, den vorderen. Ne? Schaffst du es darüber zu spielen, Marder? Ja, ne? Natürlich. Oh, wunderschön. Das war wunderschön. Der Ball fliegt. War nicht schlecht. Mit dem Holz wäre ich noch ein bisschen weiter gekommen. So nein, muss das sein. Hey, you don't know me, you don't own me, you don't make this. Ich versuch jetzt hier den Ball wegzudreschen und war der okay, oder? Ja, nicht schlecht. Pass auf, ich habe noch mal echt mal ein paar Fragen. Ich hörte ja, ihr wart ja mit Monster Magnet auf Tour. Oh ja, das war aber lange her. Das war 2002, ne? 2000 war das, oder? Jahre 2000. Ja, 2000. Weißt du? Wir waren mit der Monster Magnet nicht in Hamburg. Okay. Waren 6 Shows nur. Das war nicht nur mit Monster Magnet, sondern Vorsicht, auch mit Queens of the Stone Age. Wie sind die so unterwegs? Sind die lustig? Also ich kann mich noch erinnern, dass Dave mit Martha immer so geredet hat. Wieso und denn? Der musste sich nicht bücken, weil er ist genau. Ja, stimmt. So der ist auch so klein. Also ich weiß nur, dass die ganze und der Alkohol bei Queen of the Stone Age gelandet ist. Da war immer die größte Aftershow-Party. Die waren die Netzerin. Ja. Nick, der damalige Bassist. Genau, der Glatzkopf, ne? Ja. Wahnsinnig geiler Typ. Und, er hat sich mal mit mir unterhalten, beziehungsweise er wollte was reden, aber er hat seine Muttersprache verloren. Er konnte keine Sätze mehr formen, nie mehr Wörter. So voll war der. Am nächsten Tag stand er auf um 9 Uhr, alles normal wieder. Das ist die Rocker, die können das ab, ne? Ne, das ist so, die Ostbräute, die halten schon. Die kann doch nicht diese Weißweinflöre trinken, da muss man Schnaps haben. Ja, eben Sliverwitz, eine Flasche, am nächsten Tag bin ich fit wie ein Turnschuh. Ja. Das ist es. Jetzt gehen wir was trinken. Genau, jetzt gehen wir was trinken. I'm done!